So, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Oddworld New and Tasty. Folge 39 ist es schon und ich habe glücklicherweise die gestrige Admoderation so übelst lang übertrieben, dass wir jetzt wieder passend fertig sind, zeittechnisch. Zumindest auf meiner Uhr sieht das ein bisschen schicker aus jetzt. Und jetzt kann ich noch besser einschätzen, wie es denn sich entwickeln wird. Mit meiner Stoppuhr und ich kann genau sagen, ab 15 Minuten. Ja, ja, jetzt ist zu Ende. So, ich habe glaube ich noch eine Bombe, ne? Oder? Ist das falsch? Ne, ist richtig. Yeah, das hat genau geklappt. Das heißt, dann können wir jetzt den Kollegen uns schnappen, den zweiten Blitz ausstellen und mit dem hier speichern, in die Bomben laufen. Dann sind die nämlich auch schon mal weg. So. Lustig. So, wollen wir uns das jetzt schon mal geben? Ja, komm, warum auch nicht? Kommt hier alle mit. So. Dann schicke ich euch nämlich schon mal in die Freiheit. So. Dann haben wir das nämlich schon mal durch. So. Und dann können wir schauen, was hier noch so los ist. Ja, komm her. Hä? Hä? Was willst du? So. Jetzt habe ich dich schon erwischt. Du hättest nicht so weit gehen dürfen. Jetzt kann ich dich nämlich ganz easy kriegen. Und hier steht wahrscheinlich eh auch noch jemand drauf. Ach geil, das kann der auch. Das ist ja voll stumpf. Kann ich denn auch noch weiter nach oben? Nee. Ja gut. Lol. Im Grunde genommen ist das jetzt schon ja gewesen, ne? Ja. Ich guck gleich nochmal schnell nach, wie viele Modokon überhaupt noch da sind. Es könnte natürlich sein, dass ich hier natürlich welche vergesse, ne? So. Alle, warte, rausgehen sollte ich vielleicht noch nicht. Ich kann mich speichern nochmal und roll hier mal runter. Ne, es geht nicht. Ich guck mal ganz kurz, ob es hier irgendwelche Geheimgänge gibt. Ich guck nochmal kurz auf den Boden, ob hier vielleicht irgendwelche Falltüren sind. Ich muss dann nochmal in die Map gucken. Obwohl, normalerweise werden die alle angezeigt, ne? Also, werden alle Modokon angezeigt, die man retten muss und kann. Was ich noch machen werde, ist hier nochmal Bomben holen. Das kann man nämlich immer gebrauchen, um sich diese lästigen Schandunterbrecher, wie es da oben einer ist, ne? Dass man die sich erstmal vom Leibe hält. So, ich schätze mal, hier ist Ende im Gelände. Und wir können hier beruhigt durchgehen. So, das ist auch durch. Wir schauen nochmal. Hier sind auch insgesamt noch 40 und Zulag 1, Zulag 4 gibt es ja auch immerhin noch. Wo ist denn der... Da ist die Karte. Ich wollte gerade schon sagen, wo ist der denn? Schauen wir mal kurz rein. So, Zulag 3 sieht da ganz gut aus. Dann haben wir in der letzten Geschichte wieder 4 Gruppen. Ah, 14 insgesamt. Nee, 4 Gruppen mit 14 insgesamt. Das heißt, ja, mal schauen. Das sind so 3, vielleicht teilweise sogar 4 Modokons. Okay, muss ich vielleicht ein bisschen früher werfen. So, vielleicht. Noch früher. Ha, es ist nicht früher geworfen. Grund genommen ist es auch vollkommen scheißegal, ne? Jetzt habe ich die ganzen Bomben verschwendet. Ich glaube, ich kann mich umbringen, ohne Witz. Ich komme ja wieder an einer besseren Stelle wieder. Dann habe ich wenigstens die Bomben noch. Nämlich dürfte er nicht da rauskommen, genau hier. So, jetzt habe ich auch wieder Bomben. Alles klar, let's go. Je mehr Modokons du rettest, desto, keine Ahnung. So, hier können wir eventuell schon mal versuchen. Mit sehr viel Skill vielleicht. So, speichern. Der
Der kriegt mich so gar nicht, weil er zu weit weg ist. Haha! So. So, hier hätten wir den schon mal down. Ja, also mehr können wir jetzt nicht machen, außer jetzt hier vielleicht nochmal durchgehen. Hier passiert so, glaube ich, nichts, ne? Außer, dass die Tür zugeht. Hier können wir noch... Warte mal, ich nehme nochmal kurz eine Bombe. Die Karte brauchen wir uns, glaube ich, erstmal so nicht anzugucken. So, hier können wir uns runterhangeln. Kurz einen Blitz ausmachen. So, drei Stück haben wir ja schon mal. Ja, alles klar. So. Ich speichere nochmal ganz kurz. So. Hier haben wir so auch erstmal nichts, ne? Nee. So. Okay. Ja, weiß ich jetzt auch noch nicht, was uns hier so erwarten wird. Hier haben wir noch zwei Kollegen. Hoffentlich kriege ich einen coolen. Freeze, sagt er. So, jetzt hier sämtliche Geschichte sind hier jetzt aus. Das ist schon mal sehr gut. Hier haben wir auf jeden Fall noch genügend Modokons, die wir zu retten haben. Hier kann ich nichts mehr machen. Nö, ich glaube nicht. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Ja, was mich jetzt schon mal abfuckt, was sind das denn für komische Teile? Sind, ja, diese vielen verschiedenen, Lücken hier und Löcher. Wenn du da nicht aufpasst, ne, da könnte es ganz schnell zu Ende sein. Und hier ist jetzt auch wieder dieses runterfallende Zeug, ne, Gerippe, das nicht keiner mehr braucht oder so. Okay, da ist noch einer. So, hier, ach so, hier kann ich schon mal nicht. Nee, hier geht nichts. Ich kann mal gucken, ob ich das hier schon mal wegwerfen kann. Ach so, lol. Dann muss ich das halt wohl anders machen. Also die Bomben messen wir da weg. Ach so, die können mich auch gar nicht erschießen. Lol, weil die auch nur so ein... was dazwischen ist. Okay. So, ja. Ich warte gleich nochmal, bis die nochmal kurz den Rückweg machen. Okay. Habe ich irgendwo gespeichert oder ist das so weit hinten? Nee, ist hier. Nee, nee, das bringt alles nichts. Ich muss die irgendwie wegkriegen. Aber wie? Das ist die Frage. Wie? Kann ich das Teil irgendwie zerstören? Nö. Nicht wirklich, ne? Ha. Ha. Also das Problem ist, ich kann die ja auch nicht zum Arbeiten, also vom Arbeiten abhalten. Dann werden die ja sofort erschossen. Ohne Vorwarnung. Ja, Ja, ich habe gerade keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kann mich ja auch, aua, erstmal anderem widmen. Wobei, vielleicht nochmal hier ein bisschen Chaos für Chaos sorgen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da, ich bin nicht da. Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich ja doch noch mal einen, so ein bisschen. Nee, nee, ich kriege den auf keinen Fall. Hier fragt er sich die ganze Zeit, wer... Ah, wunderbar. Lol. Ja, hat ja auch wohl geklappt. Läuft. Manchmal, ne? Ach, guck mal, da hinten läuft auch einer. Kriege ich den wohl? Nee, kriege ich nicht. Ist auch egal. So, liebe Leute, dann kommt mir und folgt mir alle mal rein.
So, dann hätten wir die Kollegen ja schon mal gerettet. Ein kurzes Speicherstand wiederholen hier. So. Nochmal speichern. Und sich doch mal von dem Teil erschlagen lassen. So, hier haben wir auch nochmal genug Leute, ne? Alles klar. Hier ist... Der wird mich... Kann ich mir nicht besorgen da? Ich krieg den da oben nicht. Ne, ne. Was ist denn... Das macht das nochmal an. Okay. Speichern. Okay, alles klar. Das war ja auch noch recht easy. So, hier würden wir wieder komplett nach oben kommen. So, alles klar. Ja, dann machen wir eben den nochmal kurz aktiv. Und dann werden wir uns mit den anderen Mudokon mal... ...nochmal hier ins Freie begeben. Ich muss gleich mal... Ach, glücklicherweise gibt es hier noch so eine Karte. Das finde ich ja voll geil. So. Da können wir dann mal schön mal gucken, wie weit wir sind hier so technisch, ne? Mit Sulak 3. Das haben sie extra gemacht. So, 3 Stück fehlen uns noch. Ey, warte mal. Moment, ich muss da nochmal reinschauen. Sulak 3. Aha, da hinten sind noch welche. Kommt mit, ihr drei, ihr müsst noch... Quatsch, ihr müsst hier noch mit runter. Euch rette ich auch nochmal fix. Das ist ja kein Ding. Nicht für King Gabe. Hallo, so. Bitteschön. So, Wahnsinn. Dann ist Sulak 3 somit auch abgeschlossen. 4 Parts, ja. Da haben wir jetzt 4 Parts, Sulak 2 und 3 komplett abgeschlossen. Das ist ja ein Wahnsinn. Hier, siehst du, alles befreit. Läuft, würde ich sagen. Durch. Ja genau, weil die Zeit, wir haben eigentlich noch fast 2 Minuten, ne? Bisschen weniger als 2 Minuten und wir sind jetzt schon in Sulak 4. Ey, das ist ja echt Wahnsinn. Dann denke ich mal, kann es wirklich sein, dass jetzt in... Was haben wir denn jetzt für ein Part? Warte mal, bei 35 haben wir aufgehört, glaube ich. 36, 37, 38, 39 haben wir jetzt, genau. Ja, mal schauen, dass Part 40 dann, der jetzt da gleich folgen wird. Was man da alles reißen kann. Ob man da schon 26 Stück von denen bekommt. Ich bin mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir uns hier auf jeden Fall dem Ende nähern. Das Ende naht, liebe Freunde. Und danach ist alles zu Ende. Also ich bin mit dem Let's Play und auch mit dem Spiel echt sehr zufrieden. Ziemlich cool, sehr viele tolle Rätsel. Wenn man da nochmal insgesamt ein bisschen besser gewusst hätte, dass man hier auch zwischenspeichern kann. Hier diese... Das schnell speichern, dann wäre das echt alles noch mal ein bisschen schicker gewesen, auch vielleicht ein bisschen ansehnlicher gewesen. Da muss ich mich echt entschuldigen, aber ich wusste es einfach nicht besser. Es tut mir wahnsinnig leid. Aber woher soll ich es auch wissen? Ist ja nicht so, als hätte ich das Spiel schon, weiß ich nicht, wie oft gespielt. So, ich werde mich hier mal weiterhin durchschleichen. Hier geht es wahrscheinlich schon in den ersten Raum. Was ich noch machen kann, ist... Nichts, ich habe keine Bomben mehr, alles klar. Ah ja, warte, ja, keine Ahnung. Warte. Das ist mir noch zu crazy, geh mal wieder zurück. Ich brauche nämlich die Bomben, dann kann ich die nämlich hier alle erstmal töten. Das wäre mir echt lieber. So, ich werde hier auch noch ein bisschen abhängen. Bis dann der Slick wieder zurückgekommen ist. Ja, das war ziemlich schlecht, ich weiß. Da habe ich nur auf diesen blöden Slick geachtet und dann war Ende im Gelände. Was soll's. Dann kann ich aber auch schon so sagen, der Part, der nähert sich auch wirklich dem Ende.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns in Part 40 wieder. Und dann machen wir hier auch schön weiter in Zulag 4 und gucken, ob wir die restlichen 26 Mudokons auch finden und ob wir wirklich die Terrorherrschaft von diesem unglaublich blöden Kollegen da endlich mal beenden können. Mal schauen, was da alles auf uns zukommt. Ich hoffe, ihr schaltet dann auch beim nächsten Mal wieder ein. Und bis dann. Tschüss.